So welcome to the fire. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hinter dem Bild, der Podcast, der dich hinter die Kulissen bringt. Mein Name ist Christoph Klüffel und ich führe dich heute durch den Podcast, so wie immer eigentlich. Vielleicht hast du es bemerkt, es gibt ein paar kleinere Änderungen hier im Studio. Nicht nur das Licht hat sich ein bisschen verändert. Ich dachte, es wäre ein bisschen Zeit, sich mehr an das Umgebungslicht anzupassen. Und vielleicht hast du schon bemerkt, das Licht ist eins und das andere ist dieser Ständer hier. Einfach um besseren Sound dir mitzugeben. In diesem Podcast, also in dieser Folge des Podcasts, soll es um das Thema, ist Kamera-Equipment wirklich so wichtig gehen? Gleich vorweg kann ich dir sagen, jein. Warum? Dazu gehe ich noch ein bisschen genauer ein. Ich habe mein Hirn wieder mitgebracht, also meinen Zettel. Und zwar überleg dir mal, wie ist es denn, wenn du zum Beispiel einen Bauarbeiter fragst, der einen Hammer hat. Ist der für ihn wichtig? Ich denke, es kommt darauf an, was er genau machen möchte. Wenn dieser Bauarbeiter mit einem Vorschlaghammer eine Wand einreißen möchte oder, keine Ahnung, ich bin kein Bauarbeiter, deswegen weiß ich nicht so genau, für was, dass man einen Vorschlaghammer braucht, aber ich nehme mal an, ein Vorschlaghammer, ein richtig großer Hammer, den braucht man eben, um zum Beispiel eine Wand einzureißen oder um möglichst schnell und effektiv zum Beispiel einen Pfosten in den Boden zu rammen. Gibst du dem Bauarbeiter für die gleiche Aufgabe einen Hammer, mit dem du zu Hause Nägel in die Wand haust, dann kann es sein, dass er dich ein bisschen schief anguckt. In dem Fall ist es natürlich wichtig, dass er das richtige Werkzeug hat für seinen Job. Und das ist es eigentlich auch, worauf ich hier eingehen möchte, denn die Aufgabe entscheidet eben über das Werkzeug und deswegen kann man eben nicht sagen, wenn man diese Frage bekommt, hey, du, welche Kamera soll ich mir denn kaufen? Oder hey, du, was soll ich mir denn von dem und dem kaufen? Diese Frage bringt eigentlich gar nichts, wenn ich nicht den Kontext weiß. Denn ich weiß ja gar nicht, was du damit machen möchtest. Und ich finde auch, dass zu viele Leute und zu viele Newcomer vor allem, ja, wobei man kann das nicht ganz so sagen, es sind leider auch die alten Hasen, die sich da immer wieder catchen lassen von irgendwelchen intelligenten Marketingfirmen, die dann immer wieder auf, ich möchte mal sagen, auf diese Equipment-Schiene hereinfallen, denn es kommt wirklich darauf an, was du damit machen möchtest. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine GoPro benutzen möchte, um einen Kinofilm zu machen, dann ist es vielleicht die falsche Wahl. Aber wenn ich eine GoPro nutze, um einen Kinofilm zu machen, der sich zum Beispiel um Wale dreht, dann kann das Ganze schon wieder anders aussehen. Weil dann ist es eine Doku und dann ist es auch der Style von einer Doku, der halt eben dazu passt, den die Kamera quasi auch bringen kann. Und ich denke, es ist nicht die Frage, ist Equipment wichtig, ja oder nein, sondern es kommt halt wirklich auch auf die Aufgabe drauf an. Und in dem Kontext kann man natürlich sagen, ja, natürlich ist Equipment wichtig, weil, wie gesagt, der Bauarbeiter kann auch nicht mit einem normalen Hammer eine Wand anreißen oder einen schweren Pflock in den Boden hämmern. Ich meine, er kann es natürlich schon. Aber wenn du der Arbeitgeber bist und du gibst ihm genau dieses Werkzeug, dann wird er sich am nächsten Tag krank melden, weil ihm der Arm wehtut. Und
Deswegen natürlich ist es wichtig, dass du das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe hast. Nur das, ich finde, manchmal geht es einfach zu weit, wenn man sagt, oh, das und das Equipment, das bringt mich weiter und bla bla bla. Das kommt ganz darauf an, wenn du jetzt immer die gleiche Aufgabe hast und vorher den kleinen Hammer hattest, um in dem Beispiel zu bleiben, natürlich, dann kannst du dich verbessern und dann wird Equipment auch eine Verbesserung für deine Arbeit dir bieten. Die andere Frage ist halt, wo ist diese Verhältnismäßigkeit? Denn ich sage mal so, wenn du jetzt dir natürlich neues Equipment holst, ja, natürlich ist es toll, wenn man dieses Shiny Object Syndrome hat, also diese Erwartungshaltung und diese Erwartung, wenn man jetzt was Neues kauft und dann sich denkt, oh super, das wird mich jetzt total voranbringen, bis dann ein Kunde zu dir kommt und sagt, okay, wo liegt denn jetzt der Unterschied? Weil genau das ist nämlich der Haken. Sehen deine Kunden das auch? Und wenn du jetzt nur hobbymäßig das Ganze machst, sieht das irgendjemand, also sieht man den Unterschied? Kann das Equipment, das du hast, wirklich den Unterschied machen? Oder ist es im Endeffekt nur eine Augenauswischerei? Also passt eigentlich das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht wirklich. Weil die Kamera ist eben nur ein Werkzeug, genauso wie alles andere. Ich finde, was viel, viel wichtiger ist, und das ist jetzt meine eigene persönliche subjektive Meinung, du kannst natürlich deine eigene Meinung vertreten und steht dir natürlich frei. Ich persönlich denke, dass viel zu viele Leute auf diese Equipment-Schiene kommen und sich dann denken, hey, normalerweise sollte das jetzt besser werden, aber ich habe nicht den Eindruck, dass meine Arbeit dadurch besser wird. Typischer Fehler, den ich auch am Anfang gemacht habe, ganz am Anfang vor 12 bis 14 Jahren, zuerst eine Selbstüberschätzung, dass man glaubt, oh, man macht jetzt den nächsten Blockbuster, überlegt sich eine kurze Story, um quasi ein Alibi zu haben, damit man das teure Equipment ja nutzen kann, um letztendlich festzustellen, dass man am Set steht, gar nicht weiß, was man tut. Und die Zeit von anderen Leuten verschwendet, nur um festzustellen, dass das Equipment daran nicht schuld war. Weil das Equipment steht da und wartet darauf, benutzt zu werden. Aber was machst du denn, wenn du keine Story hast? Was machst du, wenn du nichts zu erzählen hast? Dann brauchst du ja eigentlich gar kein Equipment, oder? Ich finde halt einfach die Kamera ist eben wie alle anderen Sachen ein Werkzeug und die Story entscheidet, welches Werkzeug das ich benutze. Wenn ich zum Beispiel wie vorher schon erwähnt, wenn ich eine Doku mache, ist eine GoPro okay. Sie ist jetzt nicht die beste Wahl, aber besser als nichts. Oder mit dem Handy filmen, was ich übrigens jetzt gerade mache, wenn mich das wahnsinnig nervt, dass man auf der Canon 5D Mark III und auf der Lumix FZ1000 ein Recording-Limit, also ein Aufnahmelimit hat. Und deswegen mache ich das jetzt mit dem Teil wieder. Die Story und das Werkzeug. Weil ich im Podcast einfach chillig reden will, ohne ständig irgendwie auf die Kamera schauen zu müssen, weil ich mir denke, oh fuck, das Aufnahmelimit ist schon lange erreicht. Wo war ich jetzt? Genau, bei der Story und beim Werkzeug. Die Story, wenn die mal da ist, dann musst du halt schauen, dass du das entsprechende Werkzeug bekommst. Und manchmal ist es halt die extrem teure Kamera und manchmal ist es halt eine GoPro. Und ja klar, sie ist schon teuer, aber ich rede von ganz teuren Kameras Raum zwischen, sagen wir mal, 35.000 aufwärts. Wenn du dich ein bisschen umschaust, dann wirst du feststellen, dass es Cine Prime Lenses, also Cine Prime Linsen gibt, die im Kinobereich benutzt werden und eine Linse kostet 25.000 Euro.
Von daher hast du vielleicht einen kleinen Einblick, über welche Preise, dass ich hier spreche. Und ein anderer Aspekt, den du vielleicht auch noch betrachten solltest, wenn du über Equipment nachdenkst, ist nicht nur die Story, sondern ob du dir dieses Equipment vielleicht auch leihen kannst. Denn vieles von den Sachen, die du brauchst, die brauchst du vielleicht einmal für eine Story und dann liegen sie wieder im Keller rum oder im Schrank, im Equipment-Schrank und verstauben. Und ich persönlich bin kein Fan von Verleihen von meinem eigenen Equipment. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass die meisten Leute einfach wahnsinnig nachlässig mit meinen Sachen umgehen. Und das mag ich einfach nicht. Aber dafür gibt es auch Kameraverleihs und die verlangen halt dann auch eine kleine Summe. Und du kannst das nutzen, was die Profis am Set benutzen. Von dem her sollte eigentlich keiner mehr eine Ausrede haben, eine Story nicht zu filmen. Der Punkt ist halt ganz einfach der. Wie schon erwähnt, die Story verlangt nach einem bestimmten Werkzeug. Und den einen Punkt, den ich noch ansprechen möchte vom Equipment und diese Diskussion, ist Equipment jetzt wirklich so wichtig? Sieh's mal von der Seite. Wenn du die gleiche Kamera auf dir kaufst oder dir zulegst wie Chase Jarvis, und ich habe das, glaube ich, schon in der zweiten oder dritten Folge gesagt von diesem Podcast, dann bist du technisch gesehen natürlich in der Lage, das gleiche Foto wie Chase Jarvis zu machen. Aber du wirst es niemals machen können. Und das ist jetzt keine Arroganz oder so, weil ich kann das Foto genauso wenig machen. Der Grund dafür ist einfach, dass, ja, da gibt es nicht nur einen Grund, da gibt es halt sehr, sehr viele. Ich meine, wenn du dir mal überlegst, ein Foto, das entstanden ist von zum Beispiel Chase Jarvis, dann wirst du feststellen, dass er zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort war, hat einen bestimmten Menschen fotografiert. Das Licht war zu einer bestimmten Zeit genauso, wie er es haben wollte, oder er hat es eben entsprechend verändert durch Lichtformung von bestimmten, also mit Diffusoren oder mit Blitzlicht oder mit großen Scheinwerfern. Er hat das Framing seiner Vision entsprechend gewählt, hat den Winkel und den Zeitpunkt, in dem er das Foto gemacht hat, selbstständig gewählt. Und aus dem Grund kannst du niemals das gleiche Bild machen wie Chase Jarvis. Du kannst es versuchen, aber ich finde, das geht am Punkt vorbei, denn warum hast du überhaupt damit angefangen, Fotos zu machen, wenn du Chase Jarvis nachahmst? Dann bist du der nächste Chase Jarvis, den gibt's aber schon. Vielleicht wäre es an der Zeit, Equipment wirklich als das zu betrachten, was es ist. Nämlich teilweise sehr teures Werkzeug. Und der einzige Sinn und Zweck von diesem Werkzeug ist, deine Vision umzusetzen. Also von daher, vielleicht bevor du mal im Internet dich umschaust oder auf Instagram, was mich momentan auch wirklich persönlich sehr nervt, dass man dann eben auf Instagram ständig beworben wird von irgendwelchen Kursen, in denen man angeblich mehr hochbezahlte oder hochzahlende Kunden bekommt, aber der Kurs dafür ist kostenlos. Das ist irgendwie seltsam, oder? Also ich meine, wenn ich den Kurs kostenlos bekomme, dann wo ist denn eigentlich jetzt der Wert? Ich verstehe das Ganze nicht, aber anyways, wenn du dich von diesen ganzen Werbungen auch genervt fühlst, dann empfehle ich dir einfach mal, bevor du dir irgendwelche Equipment-Sachen zuzulegst, wirklich zu überlegen, ob du die brauchst. Und nicht einfach dir Zeug zu kaufen, das du vielleicht mehr brauchen könntest, sondern mein eigenes Beispiel ist es, bevor ich mir irgendwas kaufe, mache ich mir eine Liste und ich kaufe diese Sachen nie am gleichen Tag. Das bedeutet, diese Dinge, die ich mir zulegen möchte, die folgen einem strategischen Plan.
Das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich mir das Canon 2470 F2.8 geholt habe. Nicht, weil es so cool ist und weil es eine, ja doch eigentlich schon, weil es eine L-Linse ist, aber aus dem Grund, weil ich weiß, dass L, also Canon L-Linsen auch einen höheren, ja, Standard haben, was Bildvergütung betrifft. Aber nicht nur das, sondern der Grund war einfach der, dass ein 24 bis 70 mm eigentlich das, ich würde mal so sagen, das Schweizer Armeemesser der Fotografen und Filmemacher ist. Denn du hast einen 24 mm Weitwinkel, also extrem viel, was du in ein Bild einfangen kannst. Du kannst aber auch reinzoomen auf 70 mm, was schon okay ist für Porträts oder für, ja, für Close-up-Shots, also für Shots, wo man wirklich, sage ich einmal, den Kopf und einen Teil der Brust von jemandem sieht, um eine Reaktion zum Beispiel einzufangen, was ziemlich cool ist. Und ich habe jahrelang damit gekämpft, um mir dieses Teil zu kaufen. Und letzten Endes dachte ich mir, hey, ich habe eine Steadicam. Und das wäre die perfekte Ergänzung, nicht nur für das, sondern für meine Fotografie im Sommer mit ja, Landschaften oder dann eben jetzt dann im Urlaub die Milchstraße zu fotografieren oder Neowise, der ja gerade im Moment umherschwirrt. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch diese 70 mm fast. Also natürlich ist es eine Porträt-Brennweite, würde ich fast sagen, aber persönlich nutze ich lieber das 100 mm Makroobjektiv. Anyways, ich schweife vom Thema ab. Der Grund, warum ich mir das eben gekauft habe, wie gesagt, ist, weil es wie ein Schweizer Taschenmesser ist. Zum einen. Zum anderen, weil ich einen 70 bis 200 mm habe. Das heißt, wenn ich jetzt beide Linsen habe, habe ich den Brennweitenbereich von 24 mm bis 200 mm komplett abgedeckt, ohne dass ich ständig irgendwelche Linsen wechseln muss, sondern ich habe im Endeffekt diese zwei Linsen. Eigentlich habe ich drei, weil ich noch dieses 100 mm Makro habe. Aber warum brauche ich mehr? Und ja, klar, jetzt werden wieder einige daherkommen und sagen, oh, du hast keine Prime Lens und Prime Lens sind so geil und Prime Lenses sind so qualitativ hochwertig und du kannst dir sicher sein, dass die immer die beste Qualität liefern. Okay, gut. Wenn du so denkst, dann hol dir 10 Primes und zahl, was weiß ich, 35.000 Euro dafür. Ich persönlich sehe es nicht ein, dass ich mir das gönne, weil ich eben, wie gesagt, denke, erstens einmal, wenn ich zwei Objektive habe, muss ich weniger wechseln. Durch weniger Wechsel kommt weniger Staub in die Kamera selbst hinein, fällt auf den Sensor, ist später vielleicht im Bild drin. Ich verbringe ewige Zeiten damit, rauszufinden, ob dieses Staubkorn oder dieser Staub-Dingsbums auf der Linse vorne drauf ist oder auf dem Sensor. Dann muss ich den Sensor reinigen, dann muss ich in der Nachbearbeitung das Bild bearbeiten. Also du siehst, warum sollte ich mir sowas antun? Ich habe gerne einen Workflow, der schnell und effektiv ist und der Ergebnisse bringt und nicht ständig dieses Rumgekünstel. Genau. Auf der anderen Seite ist es halt dann auch entscheidend, ich habe mir aufgeschrieben, nicht das Äußere entscheidet, wahre Schönheit kommt von innen, auch bei den Kameras. Stimmt nicht ganz, aber das ist nicht die Zeit und der Ort, um das zu diskutieren, liebe Frauenwelt. Genau. Die wahre Schönheit kommt von innen. Das stimmt zum einen, denn wenn du dir überlegst, du kannst zum Beispiel dir, wie sage ich es am besten, wenn du, normalerweise hat jede Kamera auf dem Markt die Möglichkeit, in RAW zu schießen und in JPEG zu schießen. Und wenn du das schon mal ausprobiert hast, der Unterschied zwischen RAW und JPEG ist einfach der, dass das Dateiformat RAW mehr oder weniger ein Bildnegativ ist. Und dieses Bildnegativ kann eben der Unterschied, wie gesagt, also von RAW zu JPEG ist, dass RAW eigentlich ein Bildnegativ ist. Und Bildnegativ, damit ist gemeint, dass man mit einem
quasi bildnegativ im fotografischen Sinne sehr viel mehr machen kann. Man kann zum Beispiel, wenn man vergessen hat, die Farbtemperatur richtig einzustellen, dann wird man das in der Nachbearbeitung mit einem RAW-Bild machen können. Mit einem JPEG-Bild kannst du das nicht machen. Und das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass RAW sehr viel mehr Möglichkeiten hat in der Farbdynamik, da vielleicht auch, aber wo es vor allem glänzt, finde ich, ist in der Nachbearbeitung in der Dynamic Range, also im Dynamikumfang von deiner Kamera. Also speziell der Unterschied von ganz dunkel zu ganz hell. Dazwischen gibt es ja Stufen und Abstufungen. Und diese Abstufungen sind eben der Dynamikumfang deiner Kamera. Da gibt es, soweit ich das jetzt gehört habe, von Blackmagic, die Blackmagic 6K Pocket Cinema Camera. Ich glaube, die hat 14 Blendenstufen Dynamikumfang. Das ist schon eine ziemliche Menge. Und da sind wir auch schon genau beim Thema, denn die Blackmagic 6K Pocket Cinema Camera, die schießt nicht nur, also die schießt auch Fotos, aber die schießt vor allem eben dieses RAW-Format in Film. Und zwar nicht als Bildsequenz, sondern in Blackmagic RAW. Und Blackmagic RAW ist ein eigener Codec und dieser Codec ist, also das ist eine eigene Videodatei, das ist eine echte RAW-Datei, wie gesagt, eben in Blackmagic RAW-Format. Und du kannst mit diesem Video das gleiche machen wie mit einem RAW-Bild. Also du hast viel mehr Möglichkeiten, dein Bild nachzubearbeiten und dieses Bild dann eben qualitativ hochwertig darzustellen. Beziehungsweise wenn du Veränderungen machst, dann sind diese Veränderungen, die verschlechtern nicht unbedingt die Bildqualität. Bei einem JPEG wäre ich mir nicht so sicher. Ich persönlich bin der Meinung, dass jede Veränderung, die du mit einem JPEG machst, das Bild nur noch schlimmer machen. Und bei einem RAW-Bild wäre mir das bisher nicht wirklich aufgefallen. Du kannst es natürlich auch ruinieren und das RAW-Bild, sag ich mal, schlecht ausschauen lassen, indem du einfach zum Beispiel es übertreibst mit der Sättigung oder mit bestimmten Einstellungen, mit dem Kontrast oder mit der Dunkel, mit Schwarz oder mit Weiß. Aber du kannst Sachen, die du vielleicht nicht aufgenommen hast, im Originalbild schneller, effektiver und ich sag's mal so, ohne jetzt großen Aufwand ausbessern. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Der Vorteil oder diese Vorteile, die haben einen ganz entscheidenden Nachteil. Und jeder Mensch, der schon mal mit mit einer Kamera in RAW Fotos geschossen hat, der wird wissen, dass dieses Format extrem speicherintensiv ist. Und dass dieses Format im Bildformat, also als Bild geschossen, schon mal sehr speicherintensiv ist. Und wenn man das Ganze dann noch in Video schießt, dann hat man einen sehr, sehr, sehr großen Speicherbedarf von diesen Kameras. Und das ist ein Teil, der mir viel zu wenig beleuchtet wird in diesen ganzen Gear-Review-Sachen und alle sprechen drüber, wie toll das bestimmte Kameras sind und wie super cool. Das mag schon sein, aber überleg mal, wenn du dir eine Blackmagic Pocket Cinema Camera kaufst, dann bist du, glaube ich, momentan bei 2.300 Euro. Und jeder sagt, oh wow, wie super toll und wie günstig diese Kamera ist. Das mag schon sein, aber ich persönlich finde nicht, dass die günstig ist. Denn wenn du mal überlegst, wenn du dir 2 Terabyte Speicher gekauft hast, ich habe jetzt die Auswertung nicht da, denn ich habe mal eine persönliche Auswertung gemacht, wie schnell das 2 Terabyte mit einer Blackmagic 6K in RAW-Format vollgeschrieben sind und das ist nicht viel Zeit. Das ist vielleicht, ich weiß es nicht sicher, eine Stunde Film
Wenn du mal überlegst, eine Stunde Film, das mag zwar lange erscheinen, wenn du dir überlegst, dass du zu Hause dir einen Film anschaust, der eine Stunde dauert. Aber wenn du mal davon ausgehst, dass wenn du davon ausgehst, dass du am Set für 12 Stunden pro Tag filmst, also mindestens, wenn nicht sogar länger, dann hast du natürlich jetzt nicht bei jeder Take von jeder Szene oder jedem Shot, den du machst, eine Stunde voll. Aber diese eine Stunde sind sehr, sehr schnell erreicht. Und was machst du dann? Dann darfst du dir die nächsten 2 Terabyte Speicher kaufen und hast trotzdem wieder nur eine Stunde dazu gekauft. Also ich finde, das ist so ein bisschen Augenauswischerei, denn die Kamera an sich selber ist natürlich günstig, aber du brauchst halt auch Speicher, die diese wahnsinnigen Daten erstens mal speichern können. Und da gibt es dann auch teure Lösungen, die aber nötig sind für so ein Format, wie zum Beispiel SSD-Festplatten, also Solid-State-Drives. Das sind Festplatten, die keine beweglichen Teile innen drin haben, sondern eine riesengroße Speicherkarte im Endeffekt, die zwar günstiger geworden sind im Vergleich zu vor 5 Jahren, aber die sind halt immer noch teuer, wenn du überlegst, wie viel Terabyte, also nicht Gigabyte, sondern Terabyte an Speicher du dir zulegen musst, um diese Kamera überhaupt oder um das Material, das Rohmaterial, das diese Kamera produziert, erstmal überhaupt zu speichern. Dann musst du natürlich schauen, hey, sind die Daten überhaupt alle komplett? Sind die Daten sicher? Sind die ausfallsicher? Was passiert, wenn, was weiß ich, ein Laufwerk kaputt geht? Habe ich dafür Backups oder habe ich dafür irgendein System in meinem Workflow, der verhindert, dass ich Daten verliere? Habe ich überhaupt einen Computer, der stark genug ist, um diese Daten verarbeiten zu können? Oder muss ich ständig mit Proxys arbeiten? Und Proxys mögen eine coole Lösung sein für, ich sag's mal so, für meinen PC auch, weil der ist schon seit 2 Jahren, so um die 2 Jahre lang in der Firma. Und zum Zeitpunkt, wo ich ihn gekauft habe, war er leistungsstark und war okay. Damals gab es allerdings noch kein Blackmagic Raw. Und ich muss sagen, klar, es ist ein Laptop, aber mittlerweile gibt es auch Laptops, die dieses Datenformat schaffen können. Jo, jetzt habe ich dich ein bisschen zu Tode gelabert, aber im Endeffekt ist es halt eben genau das. Und wenn du einen Feature-Film machst, dann ist Blackmagic Raw natürlich perfekt geeignet dafür, weil du in der Nachbearbeitung viel, viel mehr Spielraum hast für einen gewissen Look, den du erzielen kannst, den du jetzt vielleicht am Set nicht unbedingt hattest, weil du zum Beispiel in einem flachen Farbprofil gefilmt hast, um in der Nachbearbeitung zu entscheiden, okay, der Kontrast muss so und so hoch sein, damit diese Sachen im Schwarz komplett absaufen, um den Fokus nicht zu verlieren, also nicht im Sinne von Schärfe, sondern im Sinne von Aufmerksamkeit, die auf dem Schauspieler oder auf einem bestimmten Teil der Story oder auf einem Gegenstand eben in diesem einen Shot liegt. Und ja, dafür ist es sehr, sehr gut geeignet. Und ich sage nicht, dass du es dir nicht kaufen solltest, dass du dir keine Blackmagic Pocket Cinema Camera kaufen solltest. Ich sage nur, schau und überleg dir, bevor du dir die Sachen kaufst, ist es das wirklich wert? Ist es ein Urlaubsvideo, das ich filme, dann brauche ich definitiv keine Blackmagic Raw. Und dann wärst du vielleicht besser damit beraten, wenn du dieses Geld im Urlaub tatsächlich für irgendwelche Sachen ausgibst, die Spaß machen, von denen du mehr hast als nur eine Kamera und ja, die einfach dich erfüllen und deinen Urlaub schön machen. Genau. Ansonsten mal kurz auf mein Hirn schauen. Was natürlich auch noch ein anderer Punkt ist, den ich eigentlich gar nicht mehr ansprechen möchte, weil er mich fast schon deprimiert, aber der eigentlich angesprochen werden sollte, ist,
was zum Henker ist eigentlich los? Jeder Kamerahersteller bietet 6K und 12K Videos an. Und was ist mit Highspeed? Warum kann ich mit 6K oder 12K Videokameras oder Filmkameras keine Highspeed-Sachen aufnehmen? Blackmagic RAW, okay, gut. Aber warum kann ich, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube 125 Frames ist, oder 130 Frames? Ne, 120 Frames ist so ungefähr das Limit für Full HD, soweit ich weiß. Ich könnte natürlich falsch liegen, hey. Aber warum muss ich mir eine extrem teure Kamera kaufen, um zum Beispiel mal 300 oder 1000 Frames Slow-Mo zu schießen? Ich meine, natürlich, wer Steve Giroud folgt, diesem coolen Videografen aus New York, der wird schon festgestellt haben, dass es extrem, extrem, extrem schwierig ist, diese Sachen überhaupt zu filmen, weil man dazu dann gekühlte Lampen braucht und natürlich einen extrem hohen Stromverbrauch hat. Aber ich meine, komm schon, 12K-Video, dann könnte man doch wenigstens 400 oder 1000 Frames Slow-Mo machen, oder? In mindestens Full HD, wenn nicht gar 4K. Ja, aber das ist eben auch genau der Grund, warum du dir halt, wenn du Slow-Mo-Videos machen willst, und zwar auf dem Level wie Steve Giroud, ja, dann musst du halt auch entsprechend tief in die Tasche greifen. Und dann reicht es halt nicht, sich eine Blackmagic was auch immer zu kaufen oder eine Arri Alexa oder sonst irgendwas, sondern dann musst du dir halt eben auch eine entsprechende Kamera holen. Aber eben mit Maß und Ziel. Und Steve Giroud hat eben sein bestimmtes Ziel, hat sich eine Nische geschaffen und hat auch sein entsprechendes Werkzeug, und seine Aufnahmen sind einfach der Wahnsinn, und deswegen kann er auch entsprechende Kohle verlangen. Er ist nämlich der Einzige oder einer der sehr, sehr wenigen, die genau diese Shots auf dem Level machen. Und aus dem Grund verdient er auch gut, weil, ja, wenige Leute das halt machen. Sorry für den Hund im Hintergrund, falls man den hört. Und sorry für meinen Laptop im Hintergrund, falls man den hört. Aber ich dachte mir, bevor ich jetzt warte, bis alles perfekt ist, schieße ich einfach diesen Podcast und schau mal, wie ich damit zurechtkomme. Ja. Die Sachen, die ich mir jetzt noch auf mein Hirn aufgeschrieben habe, also auf diesen Zettel, sind im Endeffekt Sachen, die klar sein sollten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite höre ich immer wieder teilweise Kunden, teilweise Fotografen, die eine Meinung haben, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Beziehungsweise früher war es, also als ich angefangen habe, war es genau so, dass wir dann gesagt haben, okay, hey, das ist Full HD, lass uns doch das H264-Format in ProRes umwandeln. Ich denke mir, wie sinnlos ist das denn? Der einzige Sinn oder der einzige Grund, warum ich das damals gemacht habe, war eigentlich der, dass mein Computer das Format einfach nicht verarbeiten konnte. H264-Codec ist anscheinend was Schwieriges für einen Computer, beziehungsweise für die Hardware im Computer. Und ich musste das umwandeln. Aber von einem Qualitätsstandpunkt her, überleg mal, du hast Footage oder also halt Video, das ohnehin schon schlecht ist, weil es eben im H264-Codec gefilmt worden ist und das unglaublich komprimiert ist, also komprimiert halt eben ist. Und du hast auf der anderen Seite einen ProRes-Codec, der eben unkomprimiert ist, der eine extrem hohe Datenrate hat, was gut ist für den Schnitt, weil du dann extrem schnell vor- und zurückspulen kannst, und zwar in Echtzeit. Ich muss meine Kehle ein bisschen befeuchten. Sorry.
Aber wie gesagt, von einem qualitativen Standpunkt macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Denn wenn du, ich sag's mal ganz provokativ, wenn du aus Scheiße Gold machen möchtest, ja, viel Glück. Es ist halt einfach so, H264 ist nicht das Schlechteste. Um Gottes Willen, wirklich. Also ich mache die meisten Sachen, die ich filme in H264. Ich habe keine Kamera, die RAW-Format filmen kann. Und klar, wenn ich in diese Richtung gehen würde, dann würde ich nie wieder in JPEG, also nie wieder in H264 filmen. Einfach aus dem Grund, weil es viel besser ist. Es ist ungefähr so, wenn du einen Rohdiamanten ausgräbst und der Rohdiamant an sich ist schon selten. Das Material an sich ist selten und sehr hochwertig. Aber um das Material zu veredeln und den Diamanten daraus zu machen, der bei einer Braut am Finger ist, brauchst du Leute, die genau wissen, was sie tun. Du brauchst das Werkzeug, um den Kreis jetzt zu schließen. Du brauchst das Werkzeug, um das Rohmaterial zu verarbeiten. Und du kannst erwarten, dass das fertige Produkt im Endeffekt ja eben hochwertig ist. Warum? Weil du ein hochwertiges Ausgangsmaterial hattest, nämlich den Rohdiamanten und zum Schluss dann eben den perfekt geschliffenen und hervorragend vorbereiteten und eingefassten Diamanten. Und genauso ist es mit RAW oder genauso ist es mit Rohdateien. Es macht keinen Sinn aus, wie gesagt, aus schlechten Dingen ja, bessere machen zu wollen, indem man sie aufbläst, künstlich. Zum Beispiel mit dem ProRes-Codec. Und auf der einen Seite, damals macht das natürlich Sinn, weil der Computer das Format dann für den Schnitt besser verarbeiten konnte, wegen dem höheren Datendurchsatz. Aber ansonsten, wenn ich diese Diskussionen höre von wegen, oh, der Farbraum ist so viel besser und ich denke mir, warum denn? Wenn die Kamera diesen Farbraum gar nicht ausgeben kann, dann kann der Farbraum gar nicht besser werden, weil der Codec ist kein Zauberstab, den man irgendwie drüber hält und auf einmal ist alles golden. Wenn du eine Kamera hast, die 444, also die ja eben 444 Farbraum ausgibt, hey, super. Aber wenn du eine Kamera hast, die nur 422 am Ausgang hat, dann kannst du nicht erwarten, dass der Codec 444 draus macht. Oder bin ich da irgendwie falsch gewickelt? Naja, anyway. Ich finde halt auch, dass diese ganze Kameradiskussion und diese ganze, oh, ist Kameras, sind die wirklich so wichtig? Die geht viel zu oft nur in die Kamerarichtung. Nur ein kurzer Ausflug in die Filmwelt. Warum glaubst du, dass einer einem Filmset, also, mein, du musst es mir natürlich nicht glauben, schau dir einfach Making-of-Videos im Internet an, da gibt es Tausende. Warum glaubst du, dass so viele Leute an einem Filmset nur mit der Beleuchtung beschäftigt sind? Es gibt natürlich andere Berufsgruppen an dem Set auch, die auch jeder seine eigene wichtige Aufgabe hat, weil es eben ein kollaborativer Zusammenhalt und eine kollaborative Zusammenarbeit, habe ich das schon gesagt? Eine Zusammenarbeit eben von verschiedenen Departments ist. Aber warum sind so viele Leute mit dem Licht beschäftigt? Naja, was willst du denn filmen, wenn du kein Licht hast? Fotografie heißt mit Licht malen. So, sehr frei übersetzt. Und eine Video- oder Kinokamera, was macht die denn? Filmt die oder fotografiert sie in Wirklichkeit? Schau doch mal auf die Framerate von deiner Kamera. Egal welche Kamera du hast, dann wirst du feststellen, dass du meistens 24 Bilder pro Sekunde einstellen kannst. Und wenn du dir jetzt, keine Ahnung, wie alt du bist, aber früher gab es mal diese Daumenkinos. Das war ein Block und auf jeden
Zettel hat man dann eben zum Beispiel einen Ball gemalt und auf jeden Zettel ist der Ball ein bisschen mehr nach rechts gerutscht oder hat wurde an eine andere Position geschoben. Wenn du diesen Block genommen hast und hast ihn quasi, wie soll man sagen, ja, hast quasi durchgescrollt, also hast den Block einfach ganz schnell umgeblättert mit dem Daumen, dann hast du festgestellt, dass der Ball sich bewegt hat, also dass aus einem statischen Bild ein Bewegtbild geworden ist. Und genau das macht jede Art von Filmkamera. Die nimmt Einzelbilder auf. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du weißt, wie du ein Bild beleuchten kannst als Fotograf, solltest du eigentlich kaum oder keine Schwierigkeiten mehr haben, ein Bewegtbild einzuleuchten. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass das eine ein Blitzlicht ist und das andere eben Dauerlicht, wie jetzt zum Beispiel hier bei mir. Aber der Punkt, auf dem ich eigentlich rumreiten wollte, ist, dass die meisten Leute sich mehr Gedanken über Kameras machen und welche Kameras sie sich kaufen wollen und sollen, anstatt sich wirklich mal Gedanken zu machen über Licht. Wie setze ich Licht? Welches Licht brauche ich? Über den Ton, der übrigens sehr viel wichtiger ist als das Bild. Denn jemand, der den Ton hört und der jemanden, der im Film dargestellt wird, hört und versteht oder zum Beispiel auch nur die Raumgeräusche hört und zwar richtig hört, dann baut das Ganze eine Atmosphäre in dem Film auf. Und wenn das Bild, ich sag's mal ganz provokativ, wenn das Bild schwarz ist, weil es die kreative Entscheidung von dem Team oder vom Director war, dann ist das Bild schwarz, aber du hörst trotzdem den Sound. Und ich finde, diese Dinge, die werden viel zu oft vergessen. Genau, aus dem Grund. Ja, natürlich, Equipment ist entscheidend und Equipment ist wichtig, aber nicht nur die Kamera ist wichtig. Es gibt sehr viele andere Dinge, die noch viel wichtiger sind, um die Kamera zu unterstützen. Das Fazit, das ich ziehen kann, ist im Endeffekt das folgende. Nichts auf der Welt, also nichts im Kreativen, sei es Fotografie oder Film, ist wichtiger als die Story. Wenn die Story wichtig ist und die Story steht und du dich entscheidest, das Ganze umzusetzen, dann kannst du nach Equipment schauen. Vorher würde ich es auf gar keinen Fall machen, es sei denn, du bist, was weiß ich, freischaffender Künstler, Freelancer und du weißt, dass du jetzt zum Beispiel Corporate-Sachen machst, also viele Firmendinge machst, dann hast du im Grunde eigentlich immer das gleiche Setup. Dann kannst du vielleicht mal nach ein paar Jahren deine Kamera upgraden, aber das war's dann auch schon. Und das ist völlig okay. Aber wie gesagt, die Story bzw. das, was du machst, entscheidet darüber, welches Werkzeug du dir holst. Denn um wirklich jetzt den Kreis zu schließen, wenn du so bist wie der Bauarbeiter und einen Pfosten versuchst, mit einem normalen kleinen Hammer, den du für einen Nagel im Wohnzimmer benutzt, einzuschlagen, dann wird dir nach einiger Zeit der Arm abfallen, weil du dir einfach nicht das richtige Werkzeug zugelegt hast. Anders gesehen, wenn der Bauarbeiter mit dem Vorschlaghammer im Wohnzimmer den Nagel in die Wand schlägt, dann wird er das zwar machen, aber dann wird er die Wand auch mit einreißen. Ja. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Gier und in die Gier, also Englisch Gier von Equipment Welt, hat dir ein bisschen einen Einblick gebracht, auf was du vielleicht deinen Fokus richten solltest. Und du kannst natürlich mit mir übereinstimmen, du kannst das Ganze aber auch nicht, das überlasse ich völlig dir. Ansonsten noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge von Hinter dem Bild, dem Podcast, der dich hinter die Kulissen von Foto und Film bringt. Mein Name ist Christoph Klöpfel und ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.